So Leute, moin moin, herzlich willkommen auf Baller Casino. Es ist wieder mal soweit, das nächste Paket wird hier angeboxt. Das geht hier wie am laufenden Band. Kaum haben wir die Kaffeewelten-Pakete ausgepackt, die PC-Komponenten, kommt schon wieder das nächste Paket. Hintergrund ist einfach, dass das Handy meiner Tochter defekt ist. Und ja, was soll ich euch sagen? Es sind natürlich bei meiner Tochter auch gewisse Begehrlichkeiten da. Sie hat gleich gesagt, sie möchte keinen Honor mehr haben und kein Huawei und so weiter und so fort. Ja gut, ich bin mit meinem zufrieden, aber das lassen wir mal dahingestellt. Sie wollte am liebsten Samsung haben. Na gut Leute, dann hatte ich geguckt, so Bestenliste, Chip, Bestenliste, Test, Bestenliste, Handys, was ist da so ganz gut? Ja, was ist natürlich oben, iPhone da für 2000 Euro, ja, geht nicht, ne? Eigentlich wollte ich natürlich oder hätte ich gerne eine Samsung der S-Serie geholt. S22 ist ja das neueste, bin ich der Meinung, nach Erkundigung. Dann S21, S20, so dieses S20 FE mit 5G, ja, das kostet aber immer noch 479 oder so. Und das hat zwei Speicherkartenslots, das S20. Und auch ganz guten Bildschirm und so weiter und so fort. Habe ich gedacht, warum ist denn das S21? Das kostet ja auch nur 400 noch was oder 524, ganz knapp darüber, so ein paar Euros mehr, kriegt man schon die neuere Serie. Ja, und was soll ich euch sagen? Es ist so, dass das S21 nur einen Slot hat für eine Karte, für die Handykarte und eben keinen Erweiterungsslot für eine SD-Karte. Und das ist natürlich großer Minuspunkt. Haut nicht hin. Das hat dann 128 GB Speicher und man kann es eben nicht erweitern. Ne? Okay, Leute, wir wollen nicht lange schnacken. Wir packen das Ding mal hier aus. Das Handy ist da. Wir schauen mal, was es jetzt geworden ist. Es war ein super Kracher, mega Angebot von Mediamarkt. Das Angebot 2 Tage existent. Die Aktion, die hieß irgendwie super Schnellverkauf oder so, irgendwie in diese Richtung für 2 Tage. Habe ich mich erkundigt, geguckt im Test. Dass, jawohl, das Handy, Speicherkartenslot erweiterbar, guten Bildschirm, Topgerät der A-Serie, wenn man das so sagt. Und wir schauen mal, was hier in diesem Paket jetzt drin ist. Oh, ich sehe schon, das Handy wohl geliefert ohne Ladekabel. Das war natürlich auch immer so ein großes Manko. Aber so sieht das Ding aus. Ganz flach die Verpackung, mega flach. Wir schauen mal. So sieht es von vorne aus. Ja. Galaxy A53 5G von Samsung. Ja, der Karton leer. Hier viel Isolationsmaterial. Aber wir schauen mal, ob da ein Ladegerät drin ist. Ich glaube nicht. So dünn wie das Ding hier ist. Ja. Wir öffnen das mal hier. Die Siegel ist versiegelt. Von daher noch neu. Gekauft, wie gesagt, bei Mediamarkt im Superkracher-Angebot. Gut. Leer. Da ist das Ding drin. So sieht's aus. Ne? Ja, kann man jetzt nicht viel erkennen. Ich denke mal, an dem Unboxing auch nicht, wird auch nicht so viel dran sein. Von hinten das Handy, ne? Von vorne. Gut. Hat hier ziemlich viele Kamerasachen und so weiter und so fort. So Schutzhülle. Ich gucke mal, ob da schon serienmäßig Displayschutz drüber ist. Ich mache das mal eben auf. Das ist ein schwarzes Handy. In schwarz bestellt. Mal gucken, wie wir das hier rauskriegen am besten. Und das hier einfach so aufzieht anscheinend. Okay.
Ja. Ich ziehe das mal auf. Das hat ja auch dieses IP65, also wasserstaubgeschützt, kann in der Tiefe von, was ich, wie viel Metern eben auch dann liegen im Wasser. Was ist das hier? Ist hier noch irgendeine Folie drüber oder was ist das? Sieht komisch aus. Ja, hier ist noch irgendeine Folie drauf. Ach, guck mal, so eine ganz, ganz kleine Folie, was eben die Kanten noch schützt, Leute. So, moin moin Leute, ihr wundert euch jetzt, warum hört ihr mich? Vielleicht sogar in einer anderen Tonlage, Tonart. Warum hört sich die Aufnahme jetzt anders an? Ja, das kann ich euch sagen. Diese nachträgliche Vertonung ist jetzt ja, bestimmt eine Woche später entstanden. Wie man im Video sieht, bin ich da noch fleißig weiter am Erzählen und am Auspacken. Und jetzt schaue ich zur Kamera, sehe das blinkende Mikrofonteil, was sich ja an der Kamera befindet. Guck noch mal. Blinkt. A few moments later. Genau. Und a few moments later. Das ja, Mikro wurde geladen. Und ich denke oder habe gedacht, ja, alles ist schick, alles ist schön. Erzähl da noch groß, erzähl da noch hin, erzähl da noch her. Aber im Endeffekt hat die Connection wohl nicht geklappt, Leute. Und ihr seht, ja, ein Ton meinerseits nicht mehr zu hören. Ich meine, das Wichtigste am Unboxing oder im, ja, zum Unboxing, das habe ich ja erzählt, ist ja auch nur ein kurzes Video. Wir haben jetzt noch ungefähr 1 Minute 40 Sekunden, bis ich dann auch zum Ende des Videos komme. So lange noch ein bisschen Schnack, das ist ja quasi so eine kleine Zeitreise jetzt, die ihr mit mir hier erlebt. Wie gesagt, da erzähle ich im Video, was jetzt eine Woche her ist oder so. Und ja, ist für mich auch ein bisschen ungewohnt. Das erste Mal, dass ich das auf diese Art mache, beziehungsweise nachvertone irgendwo. Bleibt auf jeden Fall dran am Kanal, Leute. Es kommen noch einige richtig gute, schöne Videos. Ich meine, klar, kein Content Creator würde sagen auf seinem Kanal, hier kommt jetzt nur noch Scheiße. Nein, aber ihr kennt Baller Casino. Wenn ihr neu seid, dann lernt Baller Casino kennen. Es ist real, es ist ungeschnitten. Damit meine ich, dass ich nicht eine Szene 100 Mal einübe, einprobiere oder irgendwas. Klar schneide ich meine Videos auch mal, wenn ich zwischendurch da zu viel Blödsinn erzählt habe, beziehungsweise mich ein bisschen treiben, hab lassen treiben oder so. Irgendwie so die Geschichte, ihr wisst vielleicht, was ich meine. So, dann wollen wir natürlich auch jetzt zum Ende kommen. Der Heizlüfter hier angesprungen in meinem kleinen Büro. Es ist ja draußen bitter, bitter kalt. Also, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, Leute. Und schaut euch gerne die Videos an. Es müssten bald jetzt, ich glaube, über 500 Videos und Shorts. Also, dann haut rein, bleibt gesund und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.